wir hier sind, es ist ja eine gewisse Zeit, 10 Minuten, Viertelstunde hält man sich hier drin auf und dann muss man an der frischen Luft, weil man merkt, es legt sich auf die Bronchien. Risse, Schimmel, Wasserschäden. Jährlich entsteht in Deutschland eine Schadenssumme von fast 1,5 Millionen Euro durch Pfusch am Bau. Familie Gaube steht vor dem finanziellen Ruin. Vor anderthalb Jahren haben sich die drei ein vermeintlich hochwertiges Schnäppchenhaus gekauft. Doch bei der Renovierung mussten sie feststellen, Risse und Schimmel überall. Das Haus ein Fall für die Abrissbirne. Die Kleinstadt Frechen bei Köln. Inmitten der Innenstadt steht das Eigenheim von Familie Gaube. Im Juni 2008 kauften Manfred und Bärbel Gaube Haus und Grundstück für 133.000 Euro. Ein schmuckes Schnäppchen, dachten sie. Heute kommt die Familie nur noch zu Besuch vorbei, denn ihr Traumdomizil ist unbewohnbar. Nicht einmal die Renovierungsarbeiten konnten die Gaubes abschließen. Nach 3 Monaten mussten sie raus aus dieser Hölle. Was hätte hier ursprünglich sein sollen in diesem Raum? Das Esszimmer. Das Esszimmer mit Durchgang zum Wohnzimmer. Wir haben es ja auch eine Zeit lang genutzt, war richtig schön. Bis wir dann angefangen haben zu renovieren und das Holz runtergenommen haben, dann war es nicht mehr schön. Als die Gaubes die Holzvertäfelung von den Wänden reißen, wird die Katastrophe sichtbar. Alles voll mit Schimmel. Und nicht nur das. In den Wänden klaffen meterlange Risse. Furchtbar. Ja. Guck mal, die Kissen, die sind alle fleckig. Ja. Befallen. Und der Geruch ist schön. Der modrige und schädliche Geruch macht nicht nur einen längeren Aufenthalt unmöglich. Schimmel macht auch krank. 10 Minuten und mir wird speiübel hier drin. Wir hier sind, es ist ja eine gewisse Zeit. 10 Minuten, Viertelstunde hält man sich hier drin auf und dann muss man an der frischen Luft, weil man merkt, es legt sich auf die Bronchien. Aber auch im Keller ist nichts so, wie es sein sollte. Dabei hatte der Verkäufer im Internet ein bezugsfertiges und gepflegtes Wohnhaus versprochen. Zur Besichtigung wurden die Mängel professionell kaschiert. Laut Aussage des Verkäufers ist diese Wand gesetzt worden, angeblich vom Vormieter, um die Wand zu verschönern. Mittlerweile, wenn ich dahinter die Dachpappe sehe, weiß ich, warum sie davor gesetzt worden ist. Um die Feuchtigkeitsschäden zu verdecken, die man nicht in den Griff bekommen hat. Ihre Gutgläubigkeit von damals müssen die Gaubes heute teuer bezahlen. Ihre Schimmelruine ist nur noch ein Fall für die Abrissbirne. Seit Januar 2009 leben die Gaubes in einer Mietwohnung. 68 Quadratmeter unterm Dach statt 120 Quadratmeter Eigenheim. Die nicht ins Budget eingeplante Wohnungsmiete, dazu noch die Anwaltskosten. Kurz, ihr Schuldenberg ist seit dem Hauskauf auf 170.000 Euro angewachsen. Da ist jetzt Anwalt wieder und... So, 1.200 Euro, da sind wir ja schon auf 11.000 Euro. Ja, fast. Für nix. Ich weiß auch langsam nicht mehr, wo man das Geld hernehmen soll. Nee. Ja, wir können ja nicht mehr, wir arbeiten. Irgendwie kann kein Geld aus dem Ärmel schütteln. Nee. Der Familie bleiben gerade mal 600 Euro zum Leben pro Monat. Vor allem Mutter Bärbel leidet sehr unter dem finanziellen Notstand. Der Hauskauf, der war an für sich dafür gedacht, für spätere, für die Altersversorgung. Aber der Schuss ist ganz gewaltig nach hinten losgegangen, dass wir jetzt erstmal für das, was normal für die Altersversorgung sein sollte, müssen wir jetzt erstmal das Geld aufbringen, um überhaupt wieder dahin zu kommen, wo wir waren, bevor wir dieses Haus gekauft haben. Jetzt bin ich sowas von enttäuscht. Das kann ich keinem vorstellen. Hilflos muss die 14-jährige Jessica mit ansehen, wie ihre Eltern leiden. Was ist für dich so das Schlimmste an dieser ganzen Situation? Vieles. Was würdest du denn am liebsten ändern, irgendwie, wenn du es könntest? Alles. Ich würde am liebsten das Haus einfach weg, die Probleme weg und einfach irgendwo hin mit meiner Familie fahren, irgendwo was Schönes. Mir
mir jetzt eigentlich alles egal geworden. Ich würde am liebsten einfach weg. Einfach hier lassen, mit meiner Familie weg. Ist einfach total beschissen. Wenn man Schimmel in der Wohnung entdeckt oder vermutet, findet man Hilfe bei ihm, Christian Tegeder. Er ist der Schimmelexperte. Mit Spürhündin Quissler ist er giftigen Sporen auf der Spur. Heute soll Christian Tegeder den Gaubis helfen. Seine tierische Kollegin wird den Schimmel lokalisieren und Herrchen wird prüfen, wie weit der Pilz im Gemäuer sitzt. Der Schimmel im Erdgeschoss ist nicht zu übersehen. Im ersten Stock ist Quisslers feines Näschen gefragt. Oftmals ist der Befall zwar nicht zu sehen, ausgebildete Spürhunde können Schimmel allerdings erriechen. Peter? Peter? Oh, ihr Fien! Rüssi! Rüssi, Fien! Und such! Und such! Hey, ihr Brauhund! Hey. Die Ausbildung läuft parallel für Schimmelspürhunde, genauso wie für Drogenhunde und Bombenhunde. Das heißt, sie nutzen den Spieltrieb, sie nutzen die Neugier. Und später werden dann mit Materialproben, mit Geruchsproben dann die Hunde ausgebildet. Ein braver Leder. Und so. Und so. Oh, der Feenhund. Der Hund hat eindeutig markiert, hat eindeutig in den Ecken angezeigt, insbesondere hier an der Außenwand. Das heißt, hier ist versteckter Schimmelbefall. Morgens, wenn ich die aufgemacht habe, hat sie immer so eigenartig gerochen. Ja. Daraufhin haben wir diese Vertäfelung abgemacht. Ja, und dann kam natürlich erstmal das da wieder zum Vorschein. So sah das unter der Vertäfelung aus. Unter der Vertäfelung aus, ja. Der Putz, der kam uns schon entgegen teilweise. Ja. Ja, und der Geruch wurde dann intensiver, nachdem dann die Dämmschicht, sag ich mal, von den Paneelen weg war, kam dann etwas mehr. Gab es gesundheitliche Beschwerden, Befindlichkeitsstörungen, die sich nach Einzug eingestellt haben, wo Sie sagen, mir ist aufgefallen, wir sind ständig erkältet, mir läuft die Nase, ich habe Nebenhöhlenprobleme, wir schlafen schlecht. Mhm. Haben Sie in der Form Atemwegsbeschwerden, sag also ich mal? Also unter dem schlafen schlecht, also wir sind müde. Ein paar Mal in der Nacht aufgewacht. Wir waren immer kletschnass geschwitzt, was vorher und nachher, nach diesem Auszug, nicht mehr der Fall war. Jetzt misst Christian Tegeder den Feuchtigkeitsanteil in den Wänden. 50-60% sind unbedenklich. Alle Werte, die darüber liegen, fördern auf Dauer die Bildung von Schimmel. Hier haben wir schon Werte, die über 60 liegen. Da fängt es schon an, ein feuchter Bereich. Und hier haben wir schon 120. Da haben Sie den Alarmton, da haben Sie also schon Feuchtigkeit. Wir gehen jetzt mal in der Höhe weiter. Dann können wir etwa die Höhe ausmachen. Ja, so bis... Ja. Ja, hier springt sie noch 60. Ja. Ne? Mhm. So bis dahin, das ist die Höhe, die Feuchtigkeit von unten aufsteigt. Ne? Wie Sie sehen, hier oben ist es dann wieder trocken. Werde um die 40. Gucken wir mal die Außenwand. Auf dem Ziegel, da haben wir Stellen. Ja. Mehrere Stellen Feuchtigkeit. Der trieb's dann nur noch. Sogar hier, also durch die Spanplatte, stark erhöhte Werte. Ja. Nicht? Die ist also 123, da ist die Spanplatte ist klitschnass. Die ist richtig feucht. Hier darf man nicht wohnen, hier kann man nicht wohnen. Hier das ist absolut unmöglich. Es ist eine Katastrophe, was hier passiert ist. Was man hier auch in den vorhergehenden Jahren falsch gemacht hat, vielleicht sogar wissentlich falsch gemacht hat. Man hat also eine feuchte Wand hier verkleidet mit Spanplatte, mit Teerpappe, mit Bitumenpapier und hat die Gesundheitsgefährdung derer, die darin wohnen und der zukünftigen Nutzer in Kauf genommen. Und Christian Tegeders Arie der Kritik geht noch weiter. Wir haben es hier wirklich mit Ausgasung, mit MVOC, mit Toxinen zusammen, mit Pilzbestandteilen. Das zieht in die Textilien, das zieht in die Polster, das zieht auch in Ihre Kleidung. Ja. Und wenn wir uns hier den ganzen Tag aufhalten und kommen raus an die frische Luft, dann werden wir alle stinken wie die... Ja. Wie aus dem Kartoffelkeller. Ja. Von meiner Erkenntnis, denke ich, sind hier die Schäden ausgemacht und im Nachgang zu Feuchtigkeitsschäden entstanden. Der Schimmelexperte ist sich sicher, ein so heftiger Schimmelbefall muss schon viele Jahre zuvor bemerkt worden sein. Symptome wie Schlafprobleme und Atemwegserkrankungen müssen den Vormietern bereits aufgefallen sein. Mit dem Gutachten vom Experten haben die Gaubis vor Gericht eine Chance. Jürgen Mintgens ist Experte in Sachen Baupfusch. Sie konnten praktisch diese ganzen Risse erst erkennen, als nachdem Sie die Vertäfelung entfernt haben. Nachdem das Holz runter war, ja. Haben Sie das Haus vorher besichtigt? Wir haben das Haus zweimal besichtigt und es war weder Feuchtigkeit zu riechen, noch haben wir die Risse gesehen, weil es ja mit Holz verdeckt war. Jürgen Mintgens kann sich über Kundschaft nicht beklagen. Baupfusch ist seiner Meinung nach fast schon Programm in Deutschland. In der Regel sagt man so 90 Mängel müsste man mitrechnen beim Neubau. Das sagt aber nichts, also
darüber aus, wie erheblich der Mangel ist. Interessanter und wichtiger fände ich zum Beispiel, wenn man wie in dem Fall bei einer gebrauchten Immobilie, wo man gar nicht weiß, was einen erwartet, direkt einen Sachverständigen mitnimmt, wenn man sich diese Immobilie anschaut und ernste Kaufabsichten hat. Weil das Geld im Verhältnis zu der Investitionssumme ist sicherlich gut angelegt. Ich würde mir aber gerne mal vor Ort auch das Haus angucken. Das mache ich regelmäßig, wenn solche erheblichen Schäden vorliegen, und würde dann vorschlagen, dass wir vielleicht dann den Sachverständigen Immekus direkt dazu nehmen. Der kann sich dann die Schäden anschauen. Dann haben wir schon da auch ein Ergebnis direkt. Ja, verbleiben wir so, machen wir einen Termin und treffen uns bei Ihnen vor Ort. Vielen Dank. Okay. Mutter Gaube schöpft neuen Mut und zählt auf den Fachanwalt. Jürgen Mintgens und Baugutachter Peter Immekus sind gespannt. Beim Kauf lagen die Risse im Gemäuer unter einer Holzvertäfelung versteckt. Erst die Renovierungsarbeiten nach Einzug in die heutige Wohnhölle brachten den Horror ans Licht. Also man sieht ja schön, dass der Riss hier durch die Tapete gegangen ist. Also zumindest ist der Riss in der Zeit, nach der Zeit entstanden, nachdem die Tapete draufgekommen ist. Und er hat hier schon eine große Breite, von, ich schätze mal, teilweise einen halben Zentimeter. Und aufgrund des Verschmutzungsgrades hier innerhalb des Risses vermute ich, dass dieser Riss also irgendwo innerhalb der letzten 15 Jahre aufgetreten ist und seit diesen 15 Jahren sich vergrößert hat. Ja, das muss man also gemerkt haben, weil das ist, wie gesagt, kein Bagatellschaden. Das hat man wahrscheinlich sogar schon geräuschmäßig gehört, wenn sich so ein Riss verbreitet. Sollte also die Holzvertäfelung die Schäden vertuschen? War denn die Holzvertäfelung auch irgendwo aufgegangen? Nein, das war das Esszimmer, ne? Das war das Esszimmer und diese beiden Wände, die waren mit Holz vertäfelt. Okay, das heißt, man hat den Schaden verdeckt. Würde sich nicht darauf so zieht eine Frage gehen. Ab, nicht? Dass man wahrscheinlich den Riss gesehen hat und hat ihn dann mit der Vertäfelung verdeckt. Weil wenn es umgekehrt gewesen wäre, wäre die Vertäfelung auseinandergegangen. Ja. Meiner Meinung nach. Ja, hundertprozentig. Diese Wand, die kann sich unmöglich von der Zwischenwand abgetrennt haben, ohne dass nicht in der Tapete ein Riss entstanden ist, ohne dass nicht irgendwo ein Spalt hinterm Wohnzimmerschrank entstanden ist. Und auch so ein Riss hier, das sieht man ja, wie stark der durch die Tapete geht. Wenn da eine Verschalung vor war, die bewegt sich, die ist ja nicht starr. Da sehen Sie irgendwo einen Spalt. Also ich gehe stark davon aus, dass der Eigentümer das gemerkt hat. Genau das bestreitet der ehemalige Eigentümer jedoch bis heute. Dabei sind auch in der Küche die massiven Risse nicht zu übersehen. Oh ja, ja, der ist ja schon verdammt breit, genau. Der Tag danach. Die Gaubes haben einen Termin beim Landgericht in Köln. Ein Jahr lang haben sie sich darauf vorbereitet. Und genauso lange haben sie auch den Verkäufer nicht mehr gesehen. Die Familie will den Kaufvertrag rückabwickeln. Neben ihrem eigentlichen Anwalt wird auch Jürgen Mintgens, Fachanwalt für Baurecht, bei der Anhörung anwesend sein. Man hat immer Unwägbarkeiten, dass auf einmal die Gegenseite irgendwelche Zeugen bringt, die möglicherweise bestätigen möchten, dass aufgeklärt worden ist und insofern kein arglistiges Verschweigen eines Mangels vorliegt. Aber ich denke, dass der Prozess eigentlich zugunsten von Gaubes ausgehen muss, ganz klar. Manfred versucht seiner Ehefrau Bärbel Halt zu geben. Für sie waren die letzten Monate besonders schwer. Die permanente Existenzangst zerrte an ihren Nerven. Ich lasse mich mal überraschen. 20 Minuten dauert die Sitzung. Beide Parteien nutzen die Möglichkeit, ihre Argumente und Beweise vorzutragen. Am Ende entscheidet der Richter, ob der Klage stattgegeben wird und es zur Gerichtsverhandlung kommt. Nur so hat Familie Gaube eine Chance, die Rückabwicklung des Kaufvertrages durchzusetzen. Endlich ist die Anhörung zu Ende. Neben dem Anwalt der Gaubes ist auch der Fachanwalt zufrieden mit dem Ergebnis. Also der Richter hatte eine ganz klare Vorstellung, der wusste, hatte sich gut in die Akte eingelesen, er war gut informiert, er hat genau direkt den Finger in die Wunde gelegt, wie man sich das vorstellt. Also meiner Meinung nach ist der Prozess nicht zu verlieren. Der Verkäufer ist weniger erfreut darüber, dass ihm jetzt eine Anhörung vor Gericht blüht. Also Sie machen sich gar kein schlechtes Gewissen. Ich möchte nicht, dass das gesendet wird, okay? Haben Sie denn irgendwas dazu zu sagen? Familie Gaube und Anwalt Jürgen Mintgens sind zufrieden. Die Sachlage scheint eindeutig. Der Verkäufer hat sich zwar nicht bei Familie Gaube entschuldigt, aber der heutige Beschluss ist für das Ehepaar ein Etappensieg. In 3 Monaten werden sich beide Parteien wieder vor Gericht treffen.